Hi Mama. Hallo mein Kind. Hast du dein Zeugnis wieder bekommen? Mama, mein Freund hat Schluss gemacht. Schatzi. Alles gut. Ey Junge, weißt du was? Was? Ich ändere einfach die Note mit dem Filzstift. Ey Junge, mach. Ja, richtig gute Idee. Alter, übergreif. Ja, mach ich. Krass. Hallo. Ja, was geht? Zeugnis nach oben. Ja, geil. Ja. Junge, was ist das denn? Nur Einsen. Ja, nur Einsen. Wie hast du das denn gemacht? Ja. Gemacht halt, ne? Ja, warte mal, verarschen kann ich mich alleine, ne? Junge, einfach drüber geschrieben oder was? Meinst du, ich bin von der Sonderschule oder was? Ich hab studiert auf der... aber von der Sonderschule. Ja, hallo? Ich hab extra Kuchen gekauft, so einen Scheiß, ne? Und du kommst hier wieder, versuchst mich verarschen, ne? Ja. Hallo? Nur weil du meinst, du hast einen IQ, ne? So richtig gut und so? Und dann meinst du mich verarschen, ne? Weißt du was? Solange du deine Füße unter meinen Tisch machst, ne? Dann so machst du nicht, sowas machst du nicht mit mir. Ey. Du gehst jetzt 10 Liegestütze vor der Hunde, bitte. Ja. Hallo. Hallo, mein Kind. Wo ist dein Zeugnis? Ja. Vergessen. Sama, wo bist du denn hin? Also Hans, ich habe unserer Tochter, wenn sie nur eins hat, einen Hund gekauft. Oh, das ist eine sehr gute Idee, mein Schatz. Davon kannst du auch ausgehen. Was habt ihr mir gekauft, wenn ich nur einen habe? Einen Hund? Ist der nicht süß? Dann seht euch jetzt erstmal mein Zeugnis an. Oh, wie schön. Nur Der Hund kommt wieder ins Tier, Kind. Ist das Mama, das ist nur eine 2. Das ist eine 2, ja. Das ist eine 2. Ich habe mich die ganze Zeit angestrengt. Eine 2? Wie kannst du nur? Ich habe überall Nachhilfe. Ich habe in Mathe Nachhilfe, in Englisch, in Deutsch, in Biologie, in jedem einzelnen... Der Hund kommt ins Tierheim! Der Hund kommt ins Tierheim und wir werden sofort Nachhilfe für Biologie anfordern, ja? Denn eine ich habe schon Nachhilfe für Biologie. Dann bekommst du noch mehr. Und ich werde alles kontrollieren, du holst sofort die Mappen raus, ja? So etwas geht in meinem Haus gar nicht! Du wirst noch bei IKEA arbeiten und Einkaufswagen zusammenschieben. Ganz willst genau. Was? Wenn du so weitermachst, ne? Das geht nicht. Aber ich habe mich angestrengt. Das ist mir scheißegal. Du hast nur einen Job. Du hast nur einen Job und das ist deine Schule. Ja? Hallo. Ja, hallo. Hallo, Kind. Mama, ich habe mein Zeugnis wieder an. Ich habe nur 5. Ach, Kind, dabei sein ist alles. Ja, ich meine, hast versucht, ne? Ja. Ja, ich meine, gut. Ach, ich meine, da Sport hast du ja noch eine 4. Ja. Das ist ja, ja. Das ist ja ganz gut, ne? Geh erstmal wieder auf dem Zimmer. Ja. Da hast du mir auch einen Job gegeben mit Aufschnitt. Tschüss. Mach dir nichts raus, ne? Ja. Tschüss, ne? Ja. Sag mal, wo bleibt denn eigentlich unser Sohn? Sag mal. Der ist unsere einzige Hoffnung. Ach ja. Hier, Papa, Mama, alles nur einsen. Ach. Das ist mein Kind, du kriegst dein Auto, wir freuen uns richtig. Unser ganzes Geld wird in dich einfließen. Danke. Ja, wir haben dich so lieb, ne? Wir haben dich so lieb, mein Sohn. Das hast du echt super gemacht. Du musst uns später verpflegen, wenn wir alt und grau sind. Das mache ich. Deine Schwester wird das nicht mehr schaffen. Aber wir setzen alles auf dich, ja? Aber sage nichts von dem Auto. Alles gut so. Hallo. Hallo, Kind. Zeig mich wieder. Zeige. Hatte ich auch. Weißt du, was ich gemacht habe? Nee. Einfach reich heiraten. Du bist hübsch, du kannst es auch. Weißt du was? Ich habe Kuchen auf Schuss. Gell. Hier hast du Kuchen. Gell. Macht schön. Kuchen macht schön. Kuchen macht schön. Oh ja. Hey Jets. Hallo. Ja. Mein Zeugnis wieder. Ach, dein Zeugnis. Ja, nur 4 und 5. Ja, schon wieder. Hm. Jedes Jahr. Jedes Jahr dasselbe. Weißt du, ich habe drüber nachgedacht und jedes Jahr ist es immer dasselbe. Und da ich mich sehr gut mit Computern und Technik auskenne, denke ich, es ist Zeit, dir von einem sehr guten Plan zu erzählen. Also, ich werde das mit dir zusammen machen. Nachts, wenn es dunkel wird, dann werden wir zusammen zur Schule fahren. Dann werden wir dort einbrechen, sodass es niemand mitbekommt. Vorher die Alarmsysteme abstellen und alles Mögliche, was dazugehört, weißt du? Dann gehen wir in den Computerraum, dort, wo die Zeugnisse alle geschrieben werden. Sprich weiter. Tja, und dann hacken wir uns in die Computer ein und ändern deine Noten. Oh ja. Gute Idee. Ich weiß. Zieht euch aber bitte Jacken an, ne? Und alles klar, mein Schatz. Wenn ihr hier wissen lasst, ich hab nichts davon gewusst. Wir ändern auch unsere Namen. Ja. Mein Name ist Hagrid, dein Name ist Sally. Mhm. Gut.
Hallo, mein Kind. Na, hast du dein Zeugnis mitgebracht? Zeit, warte. Wo willst du denn hin? Was? Sag mal, das sind ja nur 4 und 5. Lass das arme Kind doch in Ruhe. Hast du immer was zu meckern? Sabine, so geht das nicht! Hans, du hast selber Schuld, wenn unser Kind weg ist! Das ist jetzt meine Schuld! Das ist immer... Ja, genau! Hol das Kind wieder! Und deine Mutter! Hi, Familie. Hallo. Hallo. Hast du heute nicht dein Zeugnis bekommen? Wo ist das? Ja, der Kopierer war kaputt. Aber die Dinger werden doch so nicht kopiert. Du musst es doch nicht kopieren, du bekommst es doch einfach nur. Ja, ich weiß, aber der Kopierer war in der Schule kaputt. Keiner hat sein Zeugnis bekommen. Ich denke, wir sollten mal bei dem Lehrer anrufen. Nee, es ist nicht nötig. Nicht nötig, ne? Nein. Nein. Ich halte das für nötig. Warum lachst du, Kind? Ja. Ich hab grad Drogen genau. Ja, hallo, Frau Meier. Richtig. Meine Tochter. Ich hab auch immer Drogen, Mutter. Ein Mutter. Könnt ihr dir eventuell ein Backen halten? Das wäre ganz super. Ich habe gerade mit meiner Lehrerin, ja. Frau Meier, richtig. Ich habe eine Frage, und zwar kam meine Tochter Sabine gerade nach Hause und meinte, der Kopierer wäre kaputt und deswegen hätten keine Schüler aus ihrer Klasse ein Zeugnis bekommen. Stimmt das? Nein. Sie haben gesehen, als Sabine ihr Zeugnis durchgerissen hat und in die Mülltonne geworfen hat. Okay. Ach, weil es so schlecht war. Ach, die 5 in Deutsch. Das hat sich immer noch nicht geändert. Ja, aber ja. Gut, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Sabine, der Gürtel. Und der Kind. Ja. Hi, Dad. Hallo, mein Kind. Aus der Schule wieder da? Hm? Ja. Dein Zeugnis jedes Jahr. Immer zwingst du mich dazu. Was steht auf deinem Zeugnis, dass dein Vater jedes Jahr dein Zeugnis essen muss? Er isst das, weil du ihm nie was zu essen gibst. Wie, ich gebe ihm immer was zu essen, ich koche jeden Tag. Er schmeckt aber scheiße, deswegen bestellen Papa und ich uns auch immer abends Pizza. Sei mal nicht so frech, Kind. Niemand bestellt sich hier Pizza, oder? Mm-mm.